Hey ho meine Lieben, heute im Prinzip mal wieder ein reingeschmeckt Video. Ein paar Leute werden schon drauf warten. Wir haben uns beim Aldi diese Wiesenschmankerl Grillhaxen geholt. Zwei Stück an der Zahl. Und die wollen wir heute mal probieren, ob die auch schmecken. Ja, und wenn nicht, sind die Niedersachsen dran schuld. Ja, dazu gibt's lecker Rotkraut. Nein, mein Schatz. Nein? Kein Rotkraut. Kaum mehr. Was gibt's dazu Schönes? Sauerkraut, mein Schatz. Und Kartoffeln. Ah, wunderbar, wunderbar. Gut, ich hab's wieder probiert, aber ich krieg kein Rotkraut. Naja, gut. Also, die probieren wir heute aus. Hier steht drauf, 35 Minuten im Backofen, kurz über Grillen. Wir machen den ganzen Spaß in der Heißluftfritte. Ja. Ich denke, das wird wieder mal ein Video von dir, mehr oder weniger als von mir. Aber egal. Schau mich nicht so an. Das macht mich scharf. Also Leute, wir gehen in die kleine, aber feine Küche und legen los. Probieren wir sie aus, packen wir sie aus. Eine ist ja schon ausgepackt. Hat man ja schon im Livestream damals gesehen. Attacke! Dann kommen wir schon zu der kleinen, feinen Übersicht. Rostbratwürstel, weil wir wissen, dass Alina die Grillhaxen mit Sicherheit nicht mag. Ja, und hier wäre die erste schon soweit ausgepackt. Holen wir gleich mal noch die zweite aus der Packung raus. Ja. Und fast hätte ich gesagt, die sieht genauso madig aus. Naja, das ist ein Versuch. Ob die Dinger schmecken, ob sie was taugen, ob man solche Dinger überhaupt einmal weiterempfehlen kann. Ich habe wirklich keinen Plan. Aber Leute, ihr wisst ja, ich habe auch schon komplett frische Schweinshaxen gemacht. In allen möglichen Varianten. Sous-vide vorgegart, im Topf vorgekocht und dann schön gegrillt. Und. Ja. Für die Grillhaxe, mein Schatz. Ja, dann schneiden wir sie einfach mal auf. Einfach mal aufschneiden, mal gucken. Schauen wir sie uns an. Das Zeug zerfällt jetzt schon irgendwie, wenn man zu fest drückt. Also durch sind die mit Sicherheit jetzt schon. Ja. Brauchen wir die Schlonzi mit hier? Nee, brauchen wir nicht unbedingt. Brauchen wir nicht unbedingt. Na. Dann schneiden wir die zweite auch noch auf. Schneide ich diese mal ein bisschen besser auf. Und drücke nicht ganz so fest hier rum. Tja, und die kommen jetzt dann einfach in den Heißluftgrill rein und dann schauen wir, was passiert mit denen und ob die nachher schmecken. So, also wie gesagt, das schauen wir uns natürlich alles an mit der Heißluftfritte. Dann macht Spatzel hier schönes Weinsauerkraut, Zwillingsspeck. Gelderländer Bauchspeck. Oh, der ist geil. Ja, wird klein geschnippelt mit dem Sauerkraut rein. Wacholderbeeren, Zwiebel, Lorbeerblätter, was man halt dazu braucht. Dazu Kartoffeln kochen und Sauerkraut haben wir, glaube ich, auch schon in einem Video gehabt. Ja. Gell? Ja, das werden wir jetzt nicht extra filmen. Bei uns interessiert ja jetzt eigentlich nur die Grillhaxen. Genau. Die Schweinshaxen. Gut. Dann lasse ich Spatzi jetzt erst einmal mit dem Zeug hier anfangen und nachher geht es dann mit den Haxen weiter. Tja, hier wird fleißig gewerkelt. Ich habe die zwei Haxen jetzt einfach hier drauf positioniert. Noch das, ich nenne es mal das Schlonzige da weggemacht. Ja, und jetzt schalten wir die einfach mal ein auf, wie viel haben wir gesagt? 200. 200. Wie geht denn das nochmal? Ah, einschalten. Da war ja was.
gehen wir auf 200. Und wie lange läuft es jetzt? 15 Minuten? Wie lange steht drin? 35 stand drin. Da schreibt man jetzt hier ganz einfach mal auf 35 Minuten und beobachten die einfach zwischendrin. Licht an da drin, sieht man auch nicht viel mehr, gell? Und ja, schauen wir einfach nachher mal nach. Söschen wird auch dazu gebastelt. Wie lange haben wir es noch? 35 Minuten? Ja. Dann haben wir es jetzt 20 Minuten drin. Schauen wir einfach mal rein. Ah, das fällt schon auseinander. Aber die scheinen tatsächlich... ob die noch knusprig werden, ich weiß nicht. Aber, naja, wir werden sehen. So, Freunde, die Zeit ist abgelaufen. Naja, mei. So schauen sie halt aus und jetzt holen wir sie einfach mal raus und tun sie auf den Teller. So, da wären wir jetzt. Naja, von knusprig ist das noch relativ weit entfernt. Aber ich probiere jetzt erst einmal Sauerkraut und die Kartoffeln. Und hier, weich ist es auf alle Fälle, also Knochen ist schon draußen. Ich gehe davon aus, dass das Ganze so weit gegart ist. Ja komm, dann probieren wir zuerst einmal was von dem Schweinshaxen hier. Jo. Ab in den Hals. Und dann wollen wir mal. Wird es schmecken? Wird es nicht schmecken? Schmeckt wie ein Schweinshaxe. Angesichts dessen, dass das Ding fast knapp 3 Euro kostet hat, würde ich es glatt empfehlen. Kann man echt nichts dagegen sagen. Wenn man das Ding jetzt noch schön übergrillen würde, so richtig schön, dann wird die Schwarte wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr auf poppen, aufknuspern. Aber so, fein. Schauen wir mal, wie Spatz das Sauerkraut hingebracht hat. Hock dich halt hin und iss. Richtig geil. Und die Soße mit den Kartoffeln auch gut, lecker. Ja, dann werde ich jetzt das bisschen Schweinshaxen verdrücken. Nachher sehen wir uns nochmal zum Fazit. Essen. Tja Leute, dann kommen wir noch zum Fazit. Geschmäcker können wieder mal nicht unterschiedlicher sein. Vorweg, es ist kein Vergleich zu einer selber gemachten Schweinshaxe, ganz klar. Spatzel hat schon gesagt, sie macht lieber mal wieder selber welche. Ja, frische. Ja. Das mal vorweg. Ich bin der Meinung, für die knapp 3 Euro war die Schweinshaxe soweit in Ordnung. Schlecht war sie nicht. Also mir hat sie sogar geschmeckt. Bis auf das, dass ich das ganze Wapplige komplett weg habe. Also das war... weder schön zum Anschauen noch genießbar. Das stimmt. Aber das Fleisch, was noch dann übrig war, es war zwar nicht mehr so arg viel, aber doch, es hat geschmeckt. Die Beilagen waren hervorragend. Und ja, mit dem Weiterempfehlen, wer eine ganz schnelle Mahlzeit haben will, okay. Ja. Aber das war es dann auch schon. Richtig. Es ist wirklich sehr viel Schwabbelwabbel, ja, an den Schweinshaxen ran. Wenn man es natürlich richtig knusprig hinbekommt, dann mag das anders aussehen, aber das müsst ihr dann selber ausprobieren. Deine Meinung dazu noch? Meine Meinung, das Essen war ganz gut, gerade die Beilagen waren sehr gut. Die
Grillhaxe selbst, wie du das schon gesagt hast, es war einfach zu viel Wabbeliges da dran. Aber für die kleine Küche und für die schnelle Küche kann man es essen. Man kann es mal machen. Ja, genau. Genau. Ja, in dem Sinne haben wir wieder mal was ausprobiert, was ausgetestet. Wenn sich jemand antun will, das muss er für sich selber entscheiden. Richtig. Aber wir werden definitiv mal frische Haxen wieder machen. Ja. Und dann schaue ich mal, wie die werden. Oder wir. Du. Genau. Du, ich, wir. Ja. In dem Sinne, danke fürs Zugucken. Tschaikowski. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.